So, ich hatte Sie vorab instruiert in meinem laufenden Thread zum Stand der Vorlesung, dass Sie sich ein paar Foliensätze noch mal kurz ansehen. Ich darf Sie bitten, erst einmal zur Ruhe zu kommen. Alle. Danke. Das war der erste, den ich genannt hatte. Ich will die einfach hier als Beispielmaterial verwenden für das, womit wir heute beginnen. Vorbereitung auf Testat 1 haben wir jetzt abgeschlossen beim letzten Mal. Wir gehen jetzt los mit Vorbereitung auf Testat 2. Wir werden jetzt sehen, dass erstmal Algorithmen und Datenstruktur nicht nur eine Sache des Implementierens ist mit Java oder anderen Programmiersprachen, und dass es auch nicht in erster Linie darauf ankommt, jetzt möglichst viele Algorithmen in der Vorlesung Algorithmen und Datenstruktur, nicht möglichst viele Algorithmen und Datenstrukturen kennenzulernen, sondern es geht um die Konzepte dahinter in erster Linie. Wir werden viele Algorithmen kennenlernen, wenn Sie sich mit Nabla beschäftigt haben, was Sie schon getan haben sollten, dann haben Sie die Algorithmen, einen Großteil der Algorithmen schon kennengelernt, die wir hier behandeln. Wenn auch mehr so von der praktischen, von den Fingerübungen her, wenn man so will. Wir werden uns vor allem auf Konzepte konzentrieren zunächst einmal und die dann in Verbindung bringen mit den Algorithmen, die wir uns anschauen. Es geht nicht darum, in der AOD möglichst viele Algorithmen zu sehen. Es geht darum, dass Sie Konzepte verstehen, sodass Sie dann nach der AOD auch in der Lage sind, problemlos in der Lage sind, Wissen über andere Algorithmen, die wir hier nicht behandelt haben, problemlos zu erwerben mit irgendwelchen Unterlagen. Und das, worum es jetzt im zweiten Testat in 2a und 2b geht, ist Korrektheit von algorithmischer Software, von Algorithmen und auch von Datenstrukturen. Und nehmen wir uns diesen einfachen Algorithmus her. Worum geht es eigentlich? Sie haben zwei Sequenzen. Es geht um das Suchen von Wörtern in Texten zum Beispiel oder beispielsweise das Suchen von Mustern in DNA-Sequenzen aus der Biologie, Erbgut, was auch immer. Sie haben eine große Sequenz, eine lange Sequenz, die natürlich bei typischen Anwendungen viel, viel länger ist, als ich es hier gezeichnet habe. Das ist natürlich nur ein einfaches kleines Beispiel. Und Sie haben hier eine kleine Sequenz. Und was Sie suchen wollen, sind sämtliche Vorkommen dieser kleinen Sequenz in dieser großen Sequenz. Das können Sie jetzt in diesem einfachen Beispiel natürlich sofort sehen. Die Sequenz GAG finden Sie einmal hier, finden Sie einmal hier und finden Sie einmal nochmal hier. Drei Vorkommen, die sich auch überlappen dürfen, wie Sie jetzt hier an den letzten beiden Beispielen sehen. Also, das macht diese Problemstellung problematisch, dass Sie auch Überlappungen drin haben können. Gut, was heißt problematisch? Sie können das natürlich ganz, ganz schnell implementieren, indem Sie jeden einzelnen Index in dem großen String, in der großen Sequenz mal schauen, ob von da aus ob das der Anfang ist der kleinen Sequenz und dann eben weiterschauen, ob das die gesamte Sequenz ist. Zwei ineinander geschachtelte Schleifen, das ist keine große Angelegenheit, das ist leicht zu programmieren. Aber wenn es darum geht, das Ganze schneller zu machen, das wird dann ein weiteres Konzept sein, Laufzeit zu betrachten, dann muss man ein bisschen mehr hineinstecken an Überlegungen. Dann, und der einfache, wir gucken uns jetzt erstmal nur den einfachen String-Matching-Algorithmus hier an. Den komplexeren haben Sie vielleicht in Nabla schon gesehen, den gucken wir uns dann später nochmal genauer an. Der einfache verwaltet zwei Mengen. Wenn wir von Mengen reden, dann wissen wir, was damit gemeint ist. Zum Beispiel lineare Listen. So könnte man Mengen implementieren, in denen eingefügt und gelöscht werden kann. Und zwar einerseits eine Menge von Ergebnissen, also wo am Ende dieser Index, dieser Startindex und dieser Startindex und dieser Startindex drinstehen soll. Und zwischendurch verwalten wir noch eine Menge von Kandidaten,
Was das bedeutet, werden wir gleich sehen. Wir gehen die große Sequenz einmal von vorne nach hinten durch, Zeichen für Zeichen. Und bis jetzt haben wir natürlich noch nichts gefunden, also ist die Menge der Resultate leer. Und die Position 1, hier mathematisch beginnen mit 1, nicht wie in Java mit 0. An der Position 1 steht ein G. Und da das G der Anfangsbuchstabe der kleinen Sequenz ist, schreiben wir den hier hinein. Es ist ein erster Kandidat, von dem der Algorithmus noch nicht weiß, dass es tatsächlich ein gesamtes Vorkommen des kleinen Strings hier ist. Der Algorithmus schaut sich natürlich erst einmal in dieser ersten Durchlauf durch die Schleife dieses erste Zeichen ein und merkt nur, aha, ist ein Kandidat. So, weiter. Jetzt kommt er auf ein A. Und siehe da, A, das passt, also bleibt der Index 1 ein Kandidat. Aber bis jetzt eben nur ein Kandidat, denn der Algorithmus hat bis jetzt nur die ersten beiden Zeichen gesehen und weiß noch nicht, dass das ein Vorkommen tatsächlich von dem kleinen String ist. Jetzt weiß er das. Jetzt wird also der Index, der vorher ein Kandidat war, in die Menge der Resultate hineingespeichert. Ja, wir sind hier ganz am Ende angekommen, auf dem letzten Zeichen. Es hat immer gepasst, also ist es ein Resultat. Und wir haben einen neuen ersten Kandidaten, von dem wir jetzt natürlich sehen, dass er nicht zu Ende geführt werden wird. Dementsprechend dieser Index 3 ist momentan ein Kandidat, aber schon wenn wir zum nächsten Zeichen gehen, stellen wir fest, 3 ist kein Kandidat mehr. Also raus aus der Kandidatenmenge. Dafür ist dieser Index, die 4, ein Kandidat, also die rein in die Kandidatenmenge. Und am Resultat hat sich natürlich bisher noch nichts geändert. So, jetzt kommen wir auf ein Zeichen i, was gar nicht in diesem kleinen String drin ist. Damit ist das, was vorher Kandidat war, die 4, natürlich kein Kandidat mehr, denn es müsste ja mit a weitergehen, damit das weiterhin Kandidat bleibt. Momentan gibt es keine Kandidaten, weil das i hier überhaupt nicht in diesem String enthalten ist. Auch jetzt gibt es keinen Kandidaten. Jetzt gibt es wieder diesen Index als Kandidaten, die 7, weil es das erste Zeichen des Strings ist, den wir suchen wollen, den wir darin finden wollen. Und es geht wieder weiter mit einem zweiten, immer noch derselbe Kandidat, weil es eben mit dem entsprechenden Buchstaben hier weitergeht, ist es immer noch ein gültiger Kandidat. Und siehe da, gefunden, der Index 7 ist wieder von dieser Menge runtergewandert in die Menge der Resultate. Wir haben einen vollständigen Kandidaten gefunden, ist ein Resultat, und wir haben einen neuen Kandidaten aufgemacht. Das G ist wieder ein neuer Kandidat, der Index 9, an dem dieses G steht, wo wir gerade drauf sind. Auch hier wieder ein gültiger Kandidat. Und durchgelaufen, 11, nein, Entschuldigung, die 9 ist tatsächlich auch ein vollständiges Resultat. Wir machen hier einen neuen Kandidaten auf, aber damit ist die Schleife zu Ende. Das heißt, den bringen wir natürlich nicht mehr nach Hause, weil hier das AG hintenrum fehlt. Bitte? Das habe ich jetzt nicht. Sie könnten nicht 1, 2, 3 haben als Resultate, einfach deshalb, weil hier in diesem Beispiel geht es nicht. Wenn Sie hier dreimal dasselbe hätten, GGG, und hier auch alles GGGGG, dann hätten Sie 1, 2, 3, 4 und so weiter in der Resultatenliste. Wenn wir an der zweiten Stelle sind, dann beginnt ja kein neuer Kandidat, weil ein Kandidat muss immer mit G beginnen und nicht mit A. Ach so. Doch, doch, das wird hier geprüft. Das A, danke für den Hinweis, oder nochmal zwei zurück. Das A, es wird geprüft, ob das der Beginn dieser
zu suchenden Sequenz ist, ist es nicht, also wird kein neuer Kandidat aufgemacht. Aber in diesem Beispiel, an dieser Stelle, wird der alte Kandidat weiter behalten, weil eben G und A passt. Weitere Fragen an dieser Stelle? Ja? Ich habe Sie leider nicht ganz genau verstanden. Ja, es können gleichzeitig mehrere sein, es können beliebig viele sein. Das Beispiel hatten wir ja eben, nehmen wir mal an, der String S wäre 1.000.000 Mal nur das Zeichen G im Extremfall und der kleine String wäre auch ein paar Mal das Zeichen G, dann wäre 1 ein Vorkommen, 2 ein Vorkommen, 3 ein Vorkommen und so weiter und so fort. Das wäre sozusagen der Extremfall, der auftreten kann. Noch weitere Fragen an dieser Stelle? Gut, dann möchte ich einen zweiten Algorithmus ansprechen, den wir als Spielmaterial jetzt gleich zu benutzen haben. Ein Sortieralgorithmus. Wir werden uns natürlich auch damit noch intensiver befassen. So, was leistet dieser Algorithmus? Der kriegt eine Sequenz hinein, zum Beispiel eine Sequenz von Zahlen. Muss nicht Zahlen sein, ja, alles, was sich sortieren lässt, alles, wofür ein Comparator implementiert ist. Aber hier in diesem einfachen Beispiel nur eine Sequenz von Zahlen. Und wenn wir von Sequenz reden, dann kann es, so wie angedeutet, ein Array sein oder eine lineare Liste beispielsweise, die Datenstrukturen, die wir dafür für lineare Sequenzen kennengelernt haben. So, die wollen wir sortieren. Das heißt, zuerst kommen zwei Einsen, dann die 2, dann die 3, zweimal die 3, Entschuldigung, dann die 4, dann die 5 und dann die 6. Also Sie sehen auch hier wieder, was wir auch bei den Datenstrukturen hatten, Mehrfachvorkommen sind erlaubt. Die 1 kommt hier mehrfach vor, die 3 kommt hier mehrfach vor. So, wie sortiert dieser Algorithmus? Er zerlegt einfach die Sequenz in 2. Irgendwie. Zum Beispiel die ersten paar Elemente und danach die nächsten paar Elemente. Und zwar so ungefähr möglichst gut halbe-halbe. Bei einer geraden Anzahl von Elementen ist es genau halbe-halbe. Bei einer ungeraden Anzahl von Elementen wäre es dann eben, bekommt die eine Sequenz 1 mehr als die andere. Wenn wir Listen haben, ist es ja kein Problem. Genau in die mittlere Position und dort den Rest dann woanders hin kopieren. So, was passiert hier? Hier passiert jetzt der Grund, warum ich Merge Sort betrachte, ist, dass das einer der wenigen rekursiven Algorithmen ist, die wir in der offiziellen Sammlung aller Algorithmen hier in Algorithmen-Datenstrukturen haben. Wie sortiere ich die Sequenz, nachdem ich sie in 2 Teile aufgeteilt habe? Ganz einfach, indem ich die Methode Merge Sort auf die eine Sequenz anwende und danach auf die andere Sequenz. Jetzt zuerst auf die erste Sequenz. Und hier ist es wichtig, ein Grund, warum ich dieses Beispiel hier auch so früh bringe. Hier ist es wichtig zu verstehen, wie das mit der Rekursion so läuft, beziehungsweise wie man sich das am besten vergegenwärtigt. Wenn ich in der Methode Merge Sort, ich habe die Methode Merge Sort für diese Sequenz aufgerufen und rufe sie dann rekursiv mit dieser Sequenz auf. Wenn ich in einer Methode dieselbe Methode rekursiv aufrufe, dann ist das eine Black Box. Dann gehe ich davon aus, dass Merge Sort für diese kleine Sequenz schon das Richtige tun wird. Genauso eine Black Box, wie wenn Sie eine andere Methode aufrufen würden, System Out Print, um etwas auf dem Bildschirm zu drucken. Da gehen Sie auch davon aus, dass es eine Blackbox ist. Die Erfahrung sagt, dass viele Studierende erstmal eine ganze Zeit lang Probleme damit haben, sich darauf einzulassen, einfach zu sagen, Merge Sort rufe ich da auf und ich
gehe davon aus, dass Mergesort das Richtige liefert, ohne dann jetzt nochmal genauer hineinzuschauen. Was ist das Richtige? Eine Sortierung dieser Teilsequenz. Wir hatten 3141, sortiert ist 1134. Was darin passiert, ist vollkommen egal. Man kann sich das natürlich nochmal vergegenwärtigen. Rekursiv bedeutet das nochmal in zwei Teile und dann nochmal in zwei Teile, sodass Sie am Ende nur einelementige Listen haben. Das ist der Rekursionsabbruch, weil bei einer einelementigen Liste brauchen Sie zum Sortieren nichts zu machen. Und das andere, auf der anderen Seite, rufen wir genauso Mergesort auf und gehen selbstverständlich davon aus, dass Mergesort das Richtige tut. Was war die Sequenz vorher? 5326, jetzt ist sie 2356, sortierte Sequenz. So, jetzt müssen wir aber natürlich dafür sorgen, dass diese beiden Teilsequenzen zu einem sortierten Gesamten wieder zusammengefügt werden. Und das passiert natürlich rekursiv in den einzelnen Schritten, die darunter passieren, genauso. Aber darum brauchen wir uns nicht zu kümmern. Mergesort auf dieser Liste, auf dieser Sequenz, wir können davon ausgehen, dass auf allen kleineren Sequenzen Mergesort korrekt funktioniert und müssen dann nur gewährleisten, dass dann jetzt dieser Schritt, dieses Zusammenwiegen funktioniert. Was dahinter steht, ist etwas, womit wir uns noch gleich ziemlich intensiv beschäftigen werden und was sich auch durch die ganze AOD und darüber hinaus durchzieht, nämlich das Prinzip, ein Prinzip, das Sie aus der Mathematik kennen, das Prinzip der vollständigen Induktion. Wir gehen davon aus, für kleinere Listenlängen funktioniert Mergesort und müssen nur dafür sorgen, dass es für diese Listenlänge funktioniert. So, wie geht das? Wir haben jetzt die beiden Teilsequenzen und wollen die zusammenfügen. Das ist ein einfacher Algorithmus, der nennt sich Merge zum Verschmelzen, to merge, Englisch verschmelzen. Und der geht ganz eigentlich recht einfach vor. Wir haben hier einen Index, den initialisieren wir vor Beginn. Also wenn das hier beispielsweise ein Java-Array ist, dann hätte dieser Index den Wert minus 1, der hier auch. Oder wenn es Listen sind, dann würde man, wie wir es beim letzten Mal im Live-Coding mit linearen Listen gesehen haben, beim Beispiel Vertauschen, paarweises Vertauschen der Elemente, da können Sie sich das nochmal im Live-Coding, im Ergebnis des Live-Codings anschauen. Da hatten wir ein Dummy-Element vor die Liste gesetzt und da könnte man dann entsprechend die Pointer drauf beginnen. So, jetzt wird immer eins nach vorne geschaut und verglichen. Die 1 ist kleiner gleich der 2, also nehme ich die 1 runter in die Ergebnisliste. Und da ich die 1 schon bearbeitet habe, wird dieser Index oder dieser Pointer, je nachdem, ob das ein Array hier ist oder eine Liste, wird er um 1 fortgesetzt. So, jetzt haben wir den und den. Die 1 ist wieder kleiner als die 2, also wird die 1 runtergeholt. Und dementsprechend wird dieser Index um 1 fortgeschaltet nach vorne. Die beiden sind ja schon erledigt. Die beiden sind jetzt hier in der Ergebnisliste kopiert. Jetzt wird also die 3 mit der 2 verglichen. Hier ist ja noch nichts passiert, aber jetzt passiert was. Die 2 ist kleiner als die 3, also wird die 2 in die Ergebnisliste runtergeholt. Und wir haben jetzt plötzlich den Vergleich dieser 3 mit dieser 3. Einer von beiden wird runtergeholt, ist egal welche. Ich habe mich hier dazu entschieden, das so drum zu implementieren, dass in dem Fall die hier von der zweiten Sequenz runtergeholt wird. Das heißt, dieser Index geht eins weiter. Jetzt würden also die 3 und die 5 miteinander verglichen. Die 3 gewinnt, habe ich schon hier runtergeschrieben. Der geht eins weiter. Die 4 mit der 5, die 4 gewinnt. Also hier gewinnt 4 mal. Sonst ja nun meines Erachtens nicht unbedingt. Die 4 gewinnt gegen die 5, die 4 ist unten, jetzt ist der fertig, nichts mehr weiter, der steht noch mittendrin. Ja, wenn vorher
hier die 4 gegen die 5 gewonnen hat, dann wissen wir, die Werte, die hier drin stehen, egal wie die aussehen, die müssen größer sein, die müssen einfach da hinten rangehängt werden und dann passt es. Dann ist die gesamte Sequenz sortiert. Also wenn einer durchgelaufen ist und der zweite noch mittendrin ist, dann wird einfach der Rest hinten rangehängt und Sie sehen an diesem Beispiel, es funktioniert. Und das ist natürlich nicht nur bei diesem Beispiel so, sondern das ist immer so. Haben Sie Fragen zum Merge Sort konkret spontan? Gut. Es ist auch nicht notwendig, das jetzt hier so weit zu verstehen, dass Sie genau wissen, wie Sie das jetzt implementieren müssen und so weiter und so fort. Erstmal ein erster Eindruck. Ich brauche diese beiden Beispiele, weil das die Beispiele sind in diesem Foliensatz, den ich auch genannt hatte im Forum, in dem Standard-Thread Stand der Vorlesung. Das wird die Grundlage sein. Das ist auch eine Verbildlichung von den Dingen, die Sie als Erklärung auf dem Übungsblättern 2a und 2b sehen werden. Das ist das Grundprinzip, wie die Korrektheit von Algorithmen bewiesen werden kann. Müssen Sie jetzt noch nicht von dieser Folie her verstehen, aber es ist wichtig, dass Sie jetzt im Lauf dieser und der nächsten Vorlesung so viel Verständnis entwickeln von der Materie, dass Sie insbesondere diese Folie und den Rest von diesem Foliensatz verstehen. Was bedeutet es, dass ein Algorithmus korrekt ist? Es bedeutet drei Dinge. Eine Sache ist hier noch nicht drauf. Eine Sache ist, dass der Algorithmus nicht abstürzt. Also, dass er nicht mittendrin auf eine Situation läuft, in Java gesprochen, dass er nicht mittendrin in eine Situation hineinläuft, dass das Laufzeitsystem den Lauf des Algorithmus abbricht. Was kann das in Java sein? Konkret in Java heißt das, es wird eine Runtime-Exception geworfen, zum Beispiel, weil Sie einen arithmetischen Überlauf haben, zum Beispiel, weil Sie auf ein Array-Element zugegriffen haben, was gar nicht existiert, Array-Element mit Index minus 1 beispielsweise, zum Beispiel, dass Sie auf ein Objekt zugreifen, das gar nicht existiert, das in der Variable der Wert 0 drin steht und Sie greifen darauf zu, als wenn es ein Objekt wäre. Was noch? Division durch 0 ist ein anderes Beispiel. In diesen Fällen bricht, wenn Sie diese Runtime Exception nicht fangen im aufrufenden Code, dann bricht der Lauf des Algorithmus an dieser Stelle ab. Wohldefiniertheit, wenn wir uns mit befassen, bedeutet, dass das nicht der Fall ist. So, das ist das Erste. Der Algorithmus stürzt nicht ab. Der Lauf des Algorithmus. Der zweite Punkt ist, der Algorithmus terminiert. Das heißt, nach endlich viel Zeit kommt der Algorithmus zum Schluss. Das ist insbesondere wichtig zum Beispiel bei While-Schleifen. Ja? Sie wissen das, man kann eine While-Schleife so basteln, dass sie eine Endlosschleife wird, dass sie endlos läuft. Theoretisch könnte das auch bei Rekursion passieren, endlos Rekursion, dass es immer weiter und weiter und weiter geht, ohne dass jemals eine Abbruchbedingung erreicht wird. Aber in dem Fall würde irgendwann der Speicherplatz, der für die rekursiven Aufrufe reserviert ist, überlaufen, dann würde tatsächlich auch wieder eine Exception geworfen werden, eine Runtime-Exception. So, zwei Dinge, also erstmal, der Algorithmus stürzt nicht ab und der Algorithmus terminiert. Dritter Punkt, wir wollen natürlich auch noch, dass der Algorithmus dann die richtigen Ergebnisse liefert und nicht falsche Ergebnisse liefert. Diese drei Punkte zusammen ergeben Korrektheit. Zwei davon dargestellt, der Algorithmus terminiert. Das, was da noch weiterhin gesagt wird, hat eine bestimmte asymptotische Komplexität.
Dazu werden wir erst später kommen. Und falls er terminiert, in dem Moment, wenn er terminiert und Ergebnisse zurückliefert, sind sie zurück. Sind sie korrekt, Entschuldigung. Und hier sehen Sie, dass wir nach einem einheitlichen Schema immer argumentieren werden, ja, der Algorithmus wird terminieren und ja, die Ergebnisse sind dann auch bei Terminationen korrekt. Und dieses Schema, da sehen Sie erstmal diesen Punkt, die Abbruchbedingung, das ist offensichtlich in einer While-Schleife eben die Negation von dem, was in der While-Schleife dann in runden Klammern kommt. Denn in der While-Schleife ist ja immer die Fortsetzungsbedingung drin, Abbruchbedingung ist genau das logische Komplement. Und Invariante, Variante, damit werden wir uns sehr intensiv befassen, vor allem mit der Invariante. Grob gesprochen, die Variante ist eine Aussage über den Fortlauf des Algorithmus, die sich immer von beispielsweise bei Schleifen von Durchlauf zu Durchlauf ändert, und zwar immer in Richtung Abbruchbedingung hin. In jedem Durchlauf kommt die Variante immer einen Schritt näher an die Abbruchbedingung. Am einfachsten in einer Vorschleife, wo der Laufindex immer näher an die Oberschranke rankommt, wo dann Abbruch ist. Die Invariante ist dementsprechend eine Aussage bei iterativen Algorithmen, wieder bei Schleifen, dass von Durchlauf zu Durchlauf, zwischen zwei Durchläufen, vor dem ersten Durchlauf, zwischen zwei Durchläufen und nach dem letzten Durchlauf immer diese Aussage gilt, diese Invariante. Und am Ende, wenn die Abbruchbedingung erreicht ist, wird die Aussage, die in der Invariante steht, übergehen in die Aussage, dass die Ergebnisse korrekt sind. Lassen Sie das erstmal nur so ein bisschen auf sich wirken. Ich kann natürlich nicht erwarten, dass Sie das an dieser Stelle jetzt in diesem Moment verstehen. Jedenfalls nicht durch und durch verstehen, aber dass Sie dieses Bild, diese Logik zum ersten Mal gesehen haben. Wir werden jetzt demnächst in Live-Codings, ab heute schon, denke ich, das Ganze mit Leben füllen. So, und hier kommen die beiden Beispiele wieder, deshalb hatte ich die jetzt eben genannt. Die Abbruchbedingung ist, wir sind am Ende des großen Strings. Die Variante ist ganz einfach. Der Laufindex, mit dem wir über den großen String groß S rüberlaufen, wird immer um 1 erhöht, sodass er automatisch irgendwann mal in die Situation kommt, dass er nach so und so vielen Iterationen tatsächlich, nach so und so vielen Durchläufen durch die Schleife tatsächlich terminiert. Dass diese Schleife also tatsächlich zu einem Ende kommt. Das ist bei einer Vorschleife, bei einer Zählschleife natürlich im Normalfall klar. Zumindest bei so einer einfach strukturierten Vorschleife, wie wir sie hier implementieren würden, einfach bis zur Länge des Strings immer um 1 erhöhen. In anderen Situationen wird das sicherlich komplexer sein. Hier die Invariante sieht etwas länger aus, aber ist auch länger, aber ist nicht unbedingt so komplex, wie es aussieht, sollte ich vielleicht sagen. So. Die Invariante sagt etwas aus über die Datenstrukturen, die wir da verwenden. Was haben wir an Datenstrukturen verwendet? Vielleicht nochmal dahin zurück. Sie sehen, wir haben hier an Datenstrukturen verwendet diese zwei Mengen. Die Resultatemenge, wo dann am Ende die Resultate eben zusammengesammelt sein werden, so im Lauf des Algorithmus, eins nach dem anderen kommt rein, und diese Kandidatenmenge. So, jetzt muss ich gucken, wo war das? Das war Merge Sort wieder, da sind wir. Nee, ja doch, da. Und was in der Invariante steht, ist die Aussage, was in diesen Hilfsdatenstrukturen tatsächlich drin sein soll. Und die Implementation muss gewährleisten, dass das tatsächlich der Fall ist. Was steht hier? Nach so und so vielen Iterationen haben wir in der Resultatemenge
alle Vorkommen des kleinen Strings in dem großen String, in dem Teil, den wir schon durchlaufen haben, und in der Kandidatenmenge sind alle Teilstrings schon mal drin, die Präfix, die Anfangsstücke, Präfix, wir hatten Präfix schon beim Thema lexikografischer Vergleich, ein Anfangsstück von einem anderen, lateinisch Präfix, oder aus dem Lateinischen entlehnt, um genau zu sein. Die Präfixe, die Anfangsstücke von T sind, aber noch nicht vollständig T sind, also die Kandidaten, von denen wir gesprochen haben. So, und wenn Sie sich das mal angucken, dieser erste Teil der Aussage über R, die Resultatemenge, da steht, alle Vorkommen von T in S1 bis SI, und wenn I jetzt bis zum Ende durchlaufen ist, wenn I gleich Größe von S ist, dann steht hier oben schon in den ersten zwei Zeilen, in R sind alle Vorkommen von T im Gesamtstring, in der Gesamtsequenz S. Wenn I ganz hinten ist, ganz am Ende angekommen ist, dann ist das hier die Gesamtsequenz groß S. Das heißt, diese Aussage der Invariante, diese Aussage geht am Ende, wenn die Abbruchbedingung erreicht ist, automatisch über in die Aussage, das Ergebnis ist korrekt. Es sind, in R sind sämtliche Vorkommen von Groß T im Gesamtstring Groß S. Etwas noch zu dieser komischen Formulierung, nach I größer gleich 0 Iterationen. Nach 0 Iterationen ist natürlich unmittelbar vor der ersten Iteration, vor dem ersten Durchlauf durch die Schleife. Nach einer Iteration, nach dem ersten Durchlauf, nach zwei Iterationen, nach dem zweiten Durchlauf, nach Größe von S vielen Iterationen eben nach dem entsprechenden Durchlauf, nach dem letzten Durchlauf. So, das ist das allgemeine Muster, das wir uns dann mit den Live-Codings dann nochmal genauer erarbeiten werden, sodass Sie dann nach den Live-Codings, denke ich, dass es Ihnen hoffentlich sowas wie selbstverständlich erscheint, was hier auf den Folien ist. Hoffe ich mal. So, Merge-Sort war rekursiv. Der Abbruch bei einem rekursiven Algorithmus ist der Rekursionsanker. Das hatte ich vorhin gesagt. In dem Moment, wenn die Liste nur ein Element enthält, brauchen wir nicht weiter zu sortieren. Eine einelementige Liste ist sortiert. Da können Sie machen, was Sie wollen, die ist sortiert. Also, Abbruchbedingung bei der Rekursion, Rekursionsanker, wenn die Sequenz nur noch aus einem Element besteht. So, Variante ist jetzt hier das, was ich eben von einem Schritt zum nächsten im Rekursionsbaum von einer Stufe zur nächsten ändert. Was ändert sich hier? Hier haben wir eine völlig andere Situation als bei den Schleifen. Bei den Schleifen, da haben wir, bei den Zählschleifen haben wir so einen Index, der immer weiter fortgeschaltet wird oder sowas. Hier haben wir das, was wir als Bild gesehen haben. Ganz zu Anfang, hier, oder noch weiter, hier, wenn ich auf oberster Rekursionsstufe mit dieser Sequenz aufrufe, Merge-Sort aufrufe, dann ist auf diesen beiden Stufen die Länge der Sequenz auf jeden Fall kleiner, sogar halt nur noch halb so groß wie auf der obersten Sequenz. Und das ist das Entscheidende, warum wir auf Terminierung kommen können. Die beiden Teilsequenzen sind nur noch halb so groß wie das Argument. Wir sind mit 8 gestartet und dann eben mit 4. Dann würde es weitergehen mit 2 und mit 1. Es muss natürlich keine Zweierpotenz sein. Wir könnten auch beispielsweise mit 13 starten. Dann wäre die Zerlegung, die eine Sequenz hätte 6, die andere Sequenz hätte 7 Elemente. Aber jedenfalls,
Die Größe der Sequenz nimmt von Rekursionsschritt zu Rekursionsschritt immer wieder tiefer im Rekursionsbaum ab. Und das heißt, wenn sie immer abnimmt, ganze Zahl größer 0, ist dann irgendwann bei 1 bei der Abbruchbedingung. Das heißt, wir haben hier, dass die Rekursion endet, dass das mit der was das da mit dem bösen Wort Logarithmus zu tun hat, das werden wir uns dann ansehen, wenn es um Theorietestat 3 geht, da geht es um asymptotische Komplexität. So, aber jedenfalls halten wir hier fest, der Algorithmus terminiert. Und die Invariante hier ist ganz einfach. Wenn der rekursive Aufruf fertig ist, dann ist das Ergebnis korrekt. Das wird immer bei Rekursionen so sein. Also da bei Schleifen muss man sich immer genau überlegen, wie die Invariante aussehen muss. Bei Rekursion ist es immer dasselbe. Wenn der rekursive Aufruf fertig ist, ist das Ergebnis dieses rekursiven Aufrufs korrekt. Ja, das haben wir hier. Dafür haben wir uns diesen ganzen Ärger hier gemacht, dass wir erstmal beide Teilsequenzen sortieren und dann hier schrittweise, wie ich es eben durchexerziert habe, durchgehen, bis die Gesamtsequenz sortiert ist. So, das gibt Ihnen einen ersten Einblick in Korrektheit von Algorithmen. Ich muss jetzt zu einem Thema kommen, das ich angekündigt hatte, nämlich vollständige Induktion. Das hatte ich Ihnen auch noch geschrieben, das könnten Sie sich gerne anschauen. Das ist etwas, was Sie kennen sollten, schon mal gesehen haben sollten. Sogar dieses Beispiel. Ich darf Sie doch wieder um etwas Ruhe bitten. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Akustik hier sehr, sehr gut ist und dass selbst leise Gespräche durchaus störend wirken. Nicht für mich, mir ist das egal, aber ich weiß, wie ich das am Anfang sagte, aus den verschiedenen Evaluationen, dass es doch viele als störend empfinden, wenn hier ein gewisser Geräuschpegel ist. So, dieses Beispiel kennen Sie vielleicht aus der Mathematik hier an der TU Darmstadt oder aus der Schule oder wo auch immer. Es geht um das Prinzip der vollständigen Induktion. Wir werden dieses Prinzip hier sehr viel umfassender, sehr viel komplexer verwenden, als Sie es wahrscheinlich in der Mathematik gesehen haben. Ich fange jetzt erst einmal mit dem an, wie Sie es in der Mathematik gesehen haben, werde es aber möglicherweise sehr viel. Also wahrscheinlich haben Sie es nicht ganz so ausführlich gesehen, wie ich das jetzt hier mache. Es ist aber wichtig für die komplexen Arten und Weisen, wie wir mit vollständigen Induktionen umgehen werden, es ist wichtig, das Ganze in seiner Vollständigkeit mit allen Details zu betrachten und nichts da so unter den Tisch fallen zu lassen. So, diese Formel haben Sie mit Sicherheit schon gesehen. Für jede natürliche Zahl größer gleich 0 gilt diese Summenformel. Die Summe der ersten i Elemente ist gleich diese geschlossene Formel. So, das beweisen wir mit vollständiger Induktion. Was vielleicht auch bisher nicht so im Fokus war, wenn Sie mit vollständiger Induktion zu tun hatten, ist, dass wir immer eine natürliche Zahl haben, über die wir die vollständige Induktion machen. Einen natürlich zahligen Parameter, der meistens, wie hier in diesem ersten Beispiel auch selbstverständlich ist. Das n ist der Induktionsparameter, über den wir vollständige Induktion machen. So, wir haben einen Induktionsanfang. Wir gucken nach hier oben. Für jede natürliche Zahl n größer gleich 0, das heißt 0 ist der Induktionsanfang für n gleich 0. Was gilt für n gleich 0? Dann steht hier der Wert 0 auf der rechten Seite. Also, was steht hier? Hier müssen wir auf eine Konvention zurückgreifen. Eine gute, sinnvolle
Konvention, Entschuldigung, nämlich wenn ich von i gleich 1 bis 0 aufsummiere, dann ist das die leere Summe, die Summe über eine leere Menge von Werten i, und die ist per Konvention 0. Das heißt also, nach dieser allgemeinen mathematischen Konvention steht hier 0 und damit stimmt es für n gleich 0. Hier steht 0, weil hier oben der Faktor 0 ist. Hier steht 0, nach Konvention stimmt. Induktionsanfang stimmt. So, Sie sehen hier unten den Induktionsschritt, das ist dann der zweite Teil des Induktionsbeweises. Wir sollten hier aber immer noch, was vielleicht etwas unter den Tisch gefallen ist, andernorts, wo Sie schon mal mit Vollstreckungsfunktionen in Berührung gekommen sind, die Induktionsvoraussetzung immer explizit formulieren. Also, worum geht es bei vollständiger Induktion? Sie wollen, es ist prinzipiell immer dasselbe, Sie wollen für alle natürlichen Zahlen etwas beweisen. Eine Aussage, zum Beispiel diese Formel hier. Sie beweisen das für 0 und der Induktionsschritt, mit dem Induktionsschritt beweisen Sie, wenn es für 0 gilt, gilt es für 1. Und wenn es für 1 gilt, gilt es für 2. Und wenn es für 2 gilt, gilt es für 3. Und wenn es für 357 gilt, gilt es auch für 358. Und wenn es für 3195 gilt, gilt es auch für 3196 und so fort. Und weil das immer dasselbe Prinzip ist, brauchen wir nicht jede dieser Zahlen einzusetzen, sondern allgemein für n. Wir gehen also immer auch davon aus, dass die Behauptung, die wir beweisen wollen, schon für alle kleineren Zahlen gilt. Wir nehmen uns ein n her, 3195 oder 3196 in meinem Beispiel, und gehen davon aus, von 0 bis 3195 gilt die Behauptung schon. Und jetzt wollen wir durch den Induktionsschritt beweisen, sie gilt auch für 3196. Die Induktionsvoraussetzung, was ich eben sagte, für alle kleineren Zahlen gilt das, die kann man so formalisieren. Für irgendeine n größer 0, natürlich nicht mehr für 0, wir haben ja n größer gleich 0, aber für 0 brauchen wir da nichts im Induktionsschritt zu machen. Für alle anderen Zahlen, die größer als 0 sind, müssen wir hingegen was machen. Die Induktionsvoraussetzung, die Annahme, die wir treffen, ist, wenn wir eine Zahl haben, die kleiner, eine natürliche Zahl haben, die kleiner als diese festgehaltene Zahl n ist, irgendeine, dass dann dafür schon, ja, also er kann es nicht so richtig hier unterlegen in dem PDF, dass dann dafür schon die Behauptung gilt. Ja? Die Behauptung gilt schon für alle Zahlen m kleiner n. Das ist die Induktionsbehauptung, auf die wir uns blindlings verlassen. So wie wir uns bei Merge Sort eben blindlings darauf verlassen haben, wenn wir Merge Sort rekursiv aufrufen für kleinere Listengrößen, dann wird das schon funktionieren. So wie wir uns letztendlich auch eben beim Simple String Matching blindlings darauf verlassen haben, bis zu dieser Iteration, die wir uns angucken, hat der Algorithmus korrekt funktioniert und Induktionsschritt sagt, dann funktioniert auch das, was wir in dieser Iteration machen. So, das ist die Annahme, die wir treffen. Wie können wir jetzt den Induktionsschritt, also was ich sagte, Induktionsanfang sagt, für n gleich 0 ist die Aussage, die wir beweisen wollen, Richtung Induktionsschritt sagt, wenn sie für 357 richtig ist, für n gleich 357 oder kleiner, dann ist sie auch für n gleich 358 richtig. So, zur Anwendung, das ist jetzt der Trick, den Sie wahrscheinlich auch gesehen haben, oder Trick ist zu viel gesagt, die Vorgehensweise, wir nehmen uns diesen Ausdruck her, zerlegen ihn in zwei Teilerausdrücke, einerseits bis n minus 1 und dann addieren wir noch n drauf. So, das n lassen wir mal zur Seite, gucken uns nur diesen Teil an
Und diese, beziehungsweise das N nehmen wir in die nächste Formel rüber einfach, gucken uns nur den Teil an. Nach Induktionsvoraussetzung ist das gleich diesem Ausdruck. Alles mit N, also dieser Ausdruck, wo statt N, N minus 1 steht, ist das hier nach Induktionsvoraussetzung. Hier müssen wir aber nochmal aufpassen. Warum müssen wir hier aufpassen? Wir haben gesagt, das Ganze stimmt für n gleich 0 per Konvention. Aber vielleicht ist diese Konvention schlecht. Vielleicht ist es Quatsch, das so zu wählen. Vielleicht sollten wir eher etwas anderes wählen. Also wir müssen auch beim Induktionsschritt, wir haben eine Fallunterscheidung. Der Schritt von 0 auf 1 ist ein anderer als sämtliche weitere Schritte. Weil der Wert für n gleich 0 per Konvention so und nicht anders festgelegt worden ist. Ja, wir haben eine Fallunterscheidung und an die müssen wir denken. Jetzt gucken wir n gleich 0, also n minus 1 gleich 0. Aha, stimmt. Hier kommt der Wert 0 raus. 0 plus der Schritt von 0 bis 1, n gleich 1, der stimmt. Und für andere Fälle, für den Normalfall, gilt er auch nach Induktionsvoraussetzung. So, und jetzt können wir das Ganze zusammenfügen. Wir wissen jetzt, so können wir die Summe i gleich 1 bis n aller i-Werte schreiben. Und dann können wir hier ein bisschen die Klammer auflösen, kriegen wir das raus, können wir auf den gleichen Nenner bringen, kriegen wir hier für das n das raus, 2n durch 2, können es zusammenfassen, ausklammern und haben den Wert, den wir beweisen wollen für die Gesamtformel. Hat das jemand noch nicht irgendwo gesehen? Gut, umso besser. Ich war hier einfach ein bisschen pingeliger bei den ganzen Bestandteilen, als Sie es vielleicht anderswo gesehen haben. Ich habe hier den Induktionsparameter explizit erwähnt, weil der nicht immer bei uns selbstverständlich sein wird, weil es oft das mal zu überlegen sein wird. Ich habe hier die Induktionsvoraussetzung explizit hingeschrieben, weil wir mit der immer wieder argumentieren müssen. Und ich habe hier das nochmal explizit gesagt, wenn wir hier für n gleich 0 eine Konvention einsetzen, dann haben wir eine Fallunterscheidung gemacht, die wir hier mit beim Induktionsschritt berücksichtigen müssen. Der Fall von 0 auf 1 ist ein anderer als der Fall von 1 auf 2, 2 auf 3, 3 auf 4 und so weiter und so fort. Gut. Wir werden uns noch ein bisschen jetzt mit Induktion befassen. Jetzt werden wir noch ein zweites Beispiel nehmen, was Sie, falls Sie es sich noch nicht angeguckt haben, vielleicht ein bisschen merkwürdig finden werden, aber es ist ein vollständiger Induktionsbeweis, nicht? Mathematische Beweise, wenn etwas mathematisch bewiesen ist, dann stimmt es. So, die Behauptung ist, alle Murmeln auf der Welt haben dieselbe Farbe. Das gibt es auch in anderen, nicht nur mit Murmeln, auch in anderen Variationen. Das beweisen wir durch vollständige Induktion. Gut. Vollständige Induktion bedeutet, wir wollen etwas beweisen über die natürlichen Zahlen. Das heißt, wir müssen diese Aussage, alle Murmeln der Welt haben dieselbe Farbe, irgendwie umformulieren in eine Aussage über die natürlichen Zahlen. Und das ist aber auch nicht so schwer. Nämlich, wir beweisen einfach, wenn wir alle endlichen Teilmengen, gut, ich denke mal, dass in diesem Universum sämtliche Mengen von Murmeln endlich sein werden. Für alle endlichen Mengen von Murmeln wissen wir, ist die Behauptung, dass alle Murmeln dieselbe Farbe haben. Und dann können wir nämlich einen Induktionsparameter, eine natürliche Zahl einsetzen, nämlich die Größe dieser nicht leeren endlichen Menge. Also, wir wollen zeigen, für jedes n alle Mengen von Murmeln mit n Elementen, mit n Murmeln drin, haben sie alle die gleiche Farbe.
So, Induktionsanfang ist wie meistens, nicht immer, aber meistens recht einfach. Bei einer einelementigen Menge ist es, da darf ich mal das Wort aus der Mathematik verwenden, das ist trivial. Bei einer einelementigen Menge ist überhaupt kein Problem dabei. Alle Murmeln in einer einelementigen Menge haben dieselbe Farbe, logisch. So, Induktionsvoraussetzung ist dann Induktionsanfang 1, das heißt, hier fangen wir bei n größer 1, bei 2 an. Für jede Menge deren Kardinalität kleiner als dieses n ist, gehen wir davon aus, blindlings, so wie bisher auch, dass sämtliche Murmeln darin gleiche Farbe haben. So, der Induktionsschritt ist auch ganz einfach. Wir nehmen uns eine Menge von Murmeln her mit einer entsprechenden Kardinalität Größe 1, also da sind dann mehr Murmeln drin als nur eine. 1000, eine Million, Milliarde, egal. Auf jeden Fall größer als 1. So, und jetzt argumentiere ich. Ich habe jetzt diese große Menge an Murmeln. Größer 1, das heißt mindestens 2. Ich kann eine Murmel mir irgendwo raussuchen, M1, rausnehmen. Der Rest ist kleiner, hat weniger als n Elemente. Also in diesem Rest, auf diesen Rest kann ich Induktionsvoraussetzung anwenden. Ich weiß blindlings, dieser Rest hat, da haben alle Murmeln drin gleiche Farbe. Ja? Wenn ich ein Element M1 rausnehme, haben alle Murmeln da drin nach Induktionsvoraussetzung gleiche Farbe. So, packe ich M1 wieder rein. Jetzt habe ich wieder die große Menge M, mit der ich gestartet bin. Jetzt suche ich mir ein ganz anderes Element raus. N größer 1, das heißt, ich finde auch mindestens ein weiteres Element. Ich nehme dieses weitere Element M2 raus. Zack. Und kann auch hier wieder die Induktionsvoraussetzung anwenden und kann sagen, okay, alle Murmeln in dieser etwas kleineren Menge haben gleiche Farbe. So. Kann das sein, dass die erste Teilmenge rot und die zweite Teilmenge grün ist? Nee. Beide Teilmengen müssen rot oder beide müssen grün sein, oder? Also, alle haben da drin die gleiche Farbe. Kleinen Moment. Habe ich Sie überzeugt? Nicht wirklich, ne? Wir haben jetzt hier ein Beispiel, bei dem es offensichtlich ist, dass an dem Beweis irgendwas nicht stimmen kann. Denn die Aussage, die dieser Beweis beweist, ist ja offenkundig grottenfalsch. Die interessante Frage ist, was ist an diesem Beweis falsch? So, Sie hatten sich, glaube ich, als Erste gemeldet. Ja. Zwei Elementen, der funktioniert so nicht, weil die Schlussfolgerung, dass die Elemente, wenn man einen Murmel rausnimmt, die offensichtlich nicht zwangsläufig richtig ist. Okay, also die erste Antwort war schon die richtige. Früher hatte ich das nicht vorher angekündigt, da haben die Leute teilweise bis zur nächsten Woche noch gerätselt, was das Problem ist. Aber das ist auch ganz okay, dass wir das Rätsel gleich aufgelöst haben. Der Induktionsschritt funktioniert für alle n, nur nicht für n gleich 2. Ja, also Sie müssen höllisch aufpassen. In der Informatik ist es generell so, immer die Randfälle betrachten. Es gibt unglaublich viel Software, was für alle n funktioniert, nur nicht für n gleich 0. Obwohl es für n gleich 0 auch funktionieren sollte. Ja, immer die einfachen Randfälle betrachten. In diesem Fall ist es der Randfall von der Induktionsschritt von 1 nach 2. Denn wenn ich einmal wenn Sie sich zwei Elemente vorstellen, einer ist rot und einer ist grün, zwei Murmeln, wenn ich die eine rausnehme, sind natürlich alle grün, wenn ich andere rausnehme, sind natürlich alle rot, aber trotzdem, beide zusammen sind rot und grün. Wäre das nicht so, würde bei einer zweielementigen Menge würde die Aussage stimmen, denn alle weiteren Induktionsschritte sind korrekt.
Ich bin mir sicher, dass da kein Fehler mehr drin ist. Also, Sie sehen, wie gesagt, ein Beispiel, bei dem offensichtlich ist, dass es nicht stimmen kann. Es kann aber durchaus, also es gibt häufig Beispiele, bei denen die Aussage, die man beweisen will, plausibel ist, aber trotzdem nicht stimmt. Und trotzdem haben die Leute Beweise gefunden, die diese Aussage beweisen, die, obwohl sie nicht stimmt. Und oft genug hat es lange Zeit gedauert, bis irgendjemandem anderen aufgefallen ist, dass es nicht stimmt. Und wer weiß, wie viel in der Forschungsliteratur zur Mathematik noch Beweise sind, die nicht stimmen, wo es bisher noch niemandem aufgefallen ist. So, jetzt wieder ein konstruktives Beispiel, wo wir, wo ich nochmal ein Konzept aus dem ersten Theorie Test Tat 1 von diesem Übungsblatt aufgreife und wo Sie dann zum ersten Mal sehen, was Vollständigkeition in unserem Bereich hier heißen kann, wie das da aussieht und warum das Ganze komplizierter ist als in der Mathematik oder warum man genauer sein muss als in dem, was Sie da gesehen haben bisher mit Summenformeln und Ähnlichem. So, es geht um solche Konstrukte, ungerichtete Bäume, das heißt, Sie haben ein paar Knoten, eine endliche Zahl von Knoten und die sind so durch Kanten miteinander verbunden, dass so ein Bild entsteht, zusammenhängt. Das heißt, man kommt über Kanten von jedem Knoten zu jedem anderen. Es zerfällt nicht in mehrere Zusammenhangskomponenten. Und das Zweite ist zykelfrei. Ja, es schließt sich kein Zykel. Sie kommen immer. Wenn ich hier noch eine Kante einfügen würde beispielsweise, dann hätten wir hier einen Zykel. Und weil Bäume im Englischen Trees heißen, kürzt man sie in der Regel mit einem großen T ab. Solche Bäume. So, eine Behauptung, jeder ungerichtete Baum, also jedes Groß T wie der hier, mit gewissen Anzahl n Knoten, hat genau n-1 Kanten. Also genau eine Kante weniger, als er Knoten hat. Gucken wir hier, ob das stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Knoten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kanten. Stimmt in diesem Beispiel. 7 Knoten, 6 Kanten, ein Baum mit 7 Knoten hat 6 Kanten, 7-1 Kanten, stimmt für dieses Beispiel. Und jetzt wollen wir das ganz allgemein beweisen. Was ist der Induktionsparameter? Hier könnten wir uns überlegen, ob wir die Knotenzahl oder die Kantenzahl als Induktionsparameter nehmen, aber es hat sich eingebürgert, die Knotenzahl zu nehmen. Es ist, damit formuliert man den Beweis natürlicher. Also die Anzahl Knoten, die dieser Baum hat. Wir halten uns jetzt nicht mit leeren Bäumen ohne Knoten auf. Wir wollen uns nur mit Knoten. Was ist ein Baum mit genau einem Knoten? Das ist dieser Knoten und keine Kanten. Ist auch ein Baum. Zykelfrei und zusammenhängend. So, Induktionsanfang n gleich 1. Mit einem Knoten, keine Kanten. Passt. Stimmt. Auch nicht nach Konvention, wie eben bei den Summenformeln, sondern das ist wirklich so. So, Induktionsvoraussetzung für irgendeine andere Zahl n gehen wir davon aus, dass es für alle kleineren Bäume mit weniger Knotenzahlen die Behauptung schon stimmt. Ja, das ist immer die Behauptung, die wir eigentlich beweisen wollen, die Induktionsbehauptung, formuliert für kleinere Zahlen als das eine n, das wir uns anschauen. Wie geht dieser Induktionsschritt vor? Da habe ich mir jetzt hier das Bild da reingesetzt. Wir nehmen uns einen Baum her mit irgendeiner Knotenzahl, in diesem Fall, in diesem Bild zufällig 7. Und dann suchen wir uns ein solches Blatt, einen Knoten, der nur eine Kante hat, nehmen diesen Knoten raus. Und diese Kante, was wir herausbekommen, ist so etwas wie ein Restbaum mit 6 Knoten statt 7 und 5 Kanten statt 6. Also auf diesen Restbaum können wir die Induktionsvoraussetzung anwenden, dass die Anzahl der Kanten genau 1 kleiner ist als die Anzahl der Knoten. 5 ist 1 kleiner als 6.
So, und wenn wir dann noch diesen Knoten und diese Kante dazu zählen, stimmt es wieder. Für den Gesamtbaum ist die Anzahl der Kanten 1 kleiner als die Anzahl der Knoten, weil es für diesen Restbaum nach Induktionsvoraussetzung so ist. Und hier Anzahl der Knoten um 1 erhöht, Anzahl der Kanten um 1 erhöht, passt wieder. So, ich habe aber da jetzt etwas vorausgesetzt, was in diesem Bild stimmt, aber wer weiß, ob das immer stimmt. Ich habe gesagt, okay, ich nehme mir hier so ein Blatt her. Ein Knoten, der nur eine einzige Kante hat. Kann ich mir wirklich sicher sein, dass jeder Baum in der Welt, auch wenn er 1 Million Knoten oder 1 Milliarde Knoten hat, egal wie er strukturiert ist, wirklich immer ein Blatt hat? Scheint plausibel, nicht? Aber nur weil etwas plausibel ist, muss es nicht wahr sein. Es ist auch plausibel, dass sich die Sonne einmal in 24 Stunden um die Erde dreht. Ist plausibel, nicht? Seitdem Sie was anderes gehört haben, ist es Ihnen nicht mehr plausibel, aber vorher war es Ihnen plausibel. Bin ich mir sicher. Also Plausibilität allein ist noch kein hinreichendes Argument. Sondern wir müssen tatsächlich beweisen, dass jeder ungerichtete Baum mindestens ein Blatt hat, sodass wir uns ein Blatt hernehmen können und genau diese Operation durchführen, um die Induktionsvoraussetzung auf den Rest anzuwenden. So, wie beweisen wir das? Ganz einfach, wir nehmen uns wieder dieses Beispiel her, diesen Baum, und gucken uns Pfade in diesem Baum an. Ja, das ist zum Beispiel ein Pfad. Von diesem Knoten, zack, 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 zu diesem Knoten hier. Die beiden Knoten sind nicht in dem Pfad. Und ja, eine lineare Abfolge von Kanten. Das ist das, was man unter einem Pfad verstehen würde. Wir laufen von einem Knoten zu einem anderen. Muss nicht unbedingt von diesem Knoten sein, ja, auch von diesem zu diesem oder hier, zack, zack, oder irgendwas oder so. Und dann argumentieren wir, alle diese, da ein Baum zügelfrei ist, kann kein Knoten zweimal durchlaufen werden durch so einen Pfad. Ja, wenn wir Zügel drin hätten, dann könnten wir in so einem Pfad natürlich unendlich oft im Kreis rumlaufen. Aber da wir keine Zügel drin haben, können Pfade nicht beliebig lang werden. Sie können höchstens so lang werden, wie wir überhaupt Knoten in diesem Baum haben. Ja? Oder Kanten in diesem Baum haben. Ja? Wenn wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kanten in diesem Baum haben, dann ist es völlig unmöglich, dass irgendein Pfad mehr als 6 Kanten enthält. Denn wir können nicht immer wieder und immer wieder dieselben Kanten durchlaufen. Wir haben keinen Zirkel drin in dem Baum. Da geht jetzt die Eigenschaft ein, da geht die Eigenschaft ein, dass der Baum zügelfrei ist. So, und wenn die Pfade nicht beliebig lang werden können, dann gibt es auch eine Maximalzahl von Knoten und Kanten, die so ein Pfad haben kann. Wir nehmen uns einen Pfad her, der diese Maximalzahl hat. Zum Beispiel dieser hier. Es hätte natürlich auch der hier sein können, der von hier aus geht und nach unten statt nach oben abbiegt. Ja, wo kann der enden? Wo kann dieser Pfad enden? Da es maximal langer Pfad ist, können wir ihn nicht mehr verlängern. Und wenn wir ihn nicht mehr verlängern können, heißt es geht keine andere Kante raus, über die wir diesen Pfad verlängern können. Heißt es, das müssen Blätter sein. Diese beiden Enden müssen Blätter sein. Wie gesagt, in diesem einfachen Beispiel ist es offensichtlich, aber könnten Sie sonst ohne einen mathematischen Beweis wirklich garantieren, dass jeder Baum, mit, egal wie strukturiert, der 1 Million Knoten hat, auch wirklich ein Blatt hat? Gut, hier vielleicht noch die Anmerkung. Wir beweisen eigentlich, dass jeder Baum sogar zwei Blätter hat, nicht nur ein, nämlich beide Enden dieses Pfades. Außer im Fall K gleich 1, da passt dieses Bild natürlich nicht. Da enthält der längste Pfad diesen einen Knoten und nichts sonst. So, das wäre alles, was ich zur vollständigen Induktion hier sagen will. Das wird unser Arbeitspferd sein.
wenn immer es um Korrektheit von Algorithmen geht, egal ob iterativ oder rekursiv. Ich will noch mal ein Beispiel Algorithmus oder betrachten, bevor wir dann zu den Live-Codings kommen, wobei ich den Eindruck habe, dass wir heute nicht mehr allzu viel zu Live-Codings sagen können, aber ein bisschen was vielleicht schon noch. Suche im sortierten Array. Sie sehen, dieses Array ist sortiert, 11, 13, 17, 19 und so weiter und so fort. Wie suchen wir? Eine Möglichkeit ist, wenn wir beispielsweise ganz hinten die 87 suchen, wir wissen ja nicht, wo sie ist, wir fangen vorne an, zack, 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 also immer weiter, bis wir die 87 gefunden haben. Also diese Schritte habe ich übersprungen. Lineare Suche. Einfach alle Elemente durchgehen, bis wir das gesuchte Element gefunden haben. Logisch. Wenn wir die 88 suchen, dann merken wir das erst im nächsten Schritt, wenn wir auf die 89 stoßen, denn zwischen 87 und 89 hätte die 88 sein müssen, wenn sie denn im Array gewesen wäre. So, lineare Suche in Java brauchen wir uns jetzt nicht zu befassen. Binäre Suche geht schneller. Zumindest auf sehr großen Arrays. Wie geht das? Wir setzen links einen Index und rechts einen Index und suchen irgendeine Zahl, zum Beispiel die 67. Und diese beiden Indizes grenzen den Bereich ein, wo noch die 67 sein könnte. Am Anfang, wenn wir noch gar nicht geschaut haben, mit minus 1, 1 davor, mit 20, 1 dahinter, ist der ganze Bereich, das ganze Array noch der Bereich, wo die 67 sein könnte. Jetzt gucken wir uns hier die Mitte an, 43, und stellen fest, das mittlere Element, und stellen fest, die 67 ist größer als die 43. Also wissen wir, ab der 43 alles nach links können wir vergessen. Warum können wir das alles vergessen? Weil die 43 ist kleiner als die 67. Die 67, wenn sie überhaupt drin ist, muss sie in dem Bereich hier sein. Also können wir die linke Grenze nach hierhin verschieben. Auf den Index 9, wo gerade die 43 steht. Jetzt gucken wir wieder von dem verbliebenen Bereich hier, gucken wir wieder auf das mittlere Element, die 14, Index 14, die 71, stellen fest, 67 ist kleiner als 71, also können wir die 71, diesen Index und alles, was rechts davon ist, rausschmeißen. Genauso hier wieder, gucken wir uns wieder die Mitte an, 51 ist kleiner als die 67, können wir alles rausschmeißen, so lange, bis wir es eingegrenzt haben und die 67 gefunden haben und der Rest interessiert uns jetzt an dieser Stelle nicht mehr. So, das sind die Voraussetzungen, die wir gebraucht haben. Und ein bisschen schauen wir noch ins Live-Coding iterativ hinein. Wir werden zuerst ein Live-Coding iterativ haben. Ist das von der Größe her okay? Schriftgröße? Ich sehe kein eindeutiges Feedback. Okay. Was bedeutet das? Größer. Okay. So, vielleicht. So, hopp. Das erste einfache ist Fakultät einer Zahl. Factorial im Englischen. Einfacher Code, einfach zu implementieren. Wir fangen an, setzen das Resultat auf 1 und so lange, bis wir bei n sind, multiplizieren wir alle Werte i auf und geben dann das Ergebnis zurück, ja? Von 1 bis n haben wir alles aufmultipliziert. So, jetzt müssen wir aber gucken, dieses unscheinbare Beispiel Fakultät ist schon fies, weil ich habe hier mit Bedacht schon long verwendet fürs Resultat. Für n brauche ich kein long, also für n brauche ich kein long zu verwenden und für i, aber für das Resultat. Aber selbst wenn ich long nehme, der maximale long-Wert, den man ausdrücken kann, habe ich irgendwo im Internet nachgeschlagen, ist so groß und die Fakultät von 20 schon ist schon fast so groß. Die Fakultät von 21 ist dann also jenseits des Wertebereichs von long. Das heißt, hier kommt wieder das rein, worauf ich immer schon Wert gelegt hatte bei den ersten Live-Codings. Wir schließen einen Vertrag.
Wenn der Nutzer dieser Methode sicherstellt, als Vorbedingung, dass das Argument, der Parameter n, natürlich größer gleich 0 ist, aber auch nicht größer als 20 ist, dann, wenn der Nutzer dieser Methode, der Aufrufer, diese Seite des Vertrags erfüllt, dann erfüllen wir unsere Seite des Vertrages, nämlich die Fakultät, dieser Zahl n, die eingegeben wurde, ist zurückzuliefern. So, und anhand von dem Beispiel werden wir jetzt zum ersten Mal sehen, was das mit Korrektheit zu tun hat. Natürlich ein erstes primitives Beispiel, wo Sie durch bloßes Hinschauen schon sehen, ob das Ganze korrekt ist oder nicht. Aber wir exerzieren das an diesem einfachen Beispiel mal durch und gehen dann zu komplexeren Beispielen über. So, was ist alles zu betrachten? Also Korrektheit, Maxi-Version habe ich das jetzt hier genannt, weil wir schreiben das jetzt alles in diesem Beispiel so bis zum geht nicht mehr ausführlich, dass garantiert keine Lücke mehr ist. Die Arbeit muss man sich jetzt dann nun wirklich später nicht machen, bitte. Fängt da schon wieder was an zu spinnen? Was war da jetzt eben? Das Bild ist komplett ausgefallen. Na, mal gucken. Ich meine, manchmal gibt es auch tatsächlich irgendwelche Störungen, die einfach so mal passieren. Wenn das jetzt nur mal einmal kurz, war es jetzt nur ganz kurz? Dreimal? Okay. Na, dann mal schauen. Gut, heute wird ja wohl hoffentlich nicht mehr viel passieren. So, Maxi-Version, weil eben das jetzt wirklich bis ins kleinste Penibel alles betrachtet wird. So, die Wohldefiniertheit, dass das Programm nicht abstürzt. Wenn wir von algorithmischem Code sprechen, dann gibt es so Standardsituationen, in denen das Programm abstürzen kann. Und gut, aber manchmal auch vielleicht andere Situationen. Standarddivision ist zum Beispiel Division durch 0. Wir haben jetzt hier keine Division überhaupt, also kann Division durch 0 nicht passieren. Einfach, können wir ein Häkchen machen, alles okay. Arithmetischer Überlauf ist schon ein bisschen komplizierter, denn wenn wir nicht diese Vorbedingung hätten, n kleiner gleich 20, sondern wenn wir sagen könnten, n darf eine beliebige natürliche Zahl sein, nicht, also größer gleich 0, dann würde das nicht stimmen. Dann hätten wir hier für n größer 20 einen arithmetischen Überlauf. Haben wir aber nicht, wegen dieser Vorbedingung können wir auch ein Häkchen dran machen. Arithmetischer Überlauf kann nicht passieren. Eine andere Sache, die immer wieder gerne, ein anderer Fehler, der immer wieder gerne gemacht wird, auch gerne von Studierenden in der AOD, ist, das hatte ich vorhin schon angesprochen, sie glauben, sie greifen auf ein Objekt zu, auf ein Attribut dieses Objekts oder rufen eine Methode mit diesem Objekt auf und in Wirklichkeit steht in der Variable 0. Null. Was passiert? Eine Runtime Exception, Null Pointer Exception, um genau zu sein. Programm stürzt ab, wenn Sie diese Exception nicht fangen. So, aber hier arbeiten wir überhaupt nicht mit Klassen und auch nicht mit Arrays. Bei Arrays kann das natürlich auch passieren, auch ein Array kann 0 sein. Da wir gar keine Klassen oder Arrays haben, kann das in diesem einfachen Fall auch nicht passieren, dass wir lesend oder schreibend auf eine Variable zugreifen, die den Wert Null hat. So, ein anderes Beispiel hatte ich vorhin erwähnt. Wenn Sie auf einen Array-Index zugreifen, also auf eine Array-Komponente mit einem Index, der gar nicht existiert, minus 1, oder beliebter Fehler ist Index gleich Array-Länge. Ja, da Arrays bei 0 anfangen, ist der letzte Index Array-Länge minus 1. Gut, aber da wir hier keine Arrays drin haben, kann auch das nicht passieren. So, andere Runtime Exceptions. Es gibt noch viele Runtime Exceptions in Java, die zum Beispiel I/O mit Input-Output irgendwas haben, wenn da irgendwas schief geht
und diverses andere. Aber dieser Code ist so völlig primitiv, ohne irgendwas, ohne Input, Output, ohne irgendwas, dass da eigentlich, dass wir uns sicher sein können, dass Under-Runtime-Exceptions nicht passieren können. Ja, solche Gedanken sollte man sich schon machen. Vielleicht sogar mit so einer Checkliste, bedenken Sie immer, dieses kleine Beispiel hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zeilen. Es gibt, wenn Ihr Programm 6 Millionen Zeilen hat, müssen Sie sich vielleicht noch mal ein bisschen genauer überlegen, was Sie da tun. So, Wohldefiniertheit. Dieses Programm stürzt nicht ab, haben wir gecheckt. Auf eine, denke ich, vernünftige Art und Weise, dass wir uns insbesondere die Fälle angeschaut haben, die potenziell passieren könnten und dann nochmal der Vollständigkeit halber uns nochmal überlegt haben, kann auch was anderes passieren. So, Termination. Termination ist ganz einfach in diesem Fall. N, egal wie groß N ist, I fängt bei 1 an, geht in jeder Iteration um 1 höher, I wird irgendwann die Zahl N überschreiten. Das heißt, die Abbruchbedingung wird klappen. Die Abbruchbedingung wird irgendwann erreicht werden. Gut, also Termination ist auch kein Problem. Die Schleife terminiert. Hier ist die Variante, von der ich gesprochen habe. In jeder Iteration wird I um 1 erhöht. So, Korrektheit der Resultate, das machen wir jetzt auch viel zu kompliziert, viel komplizierter, als Sie das machen würden, wenn Sie jetzt wirklich in einem Projekt daran arbeiten würden. Nämlich so richtig in voller Schönheit die vollständige Induktion. Also Korrektheit der Resultate, was sind Resultate? Resultate der Output, den haben wir hier, was mit Return zurückgeliefert wird. Und Nachbedingung haben wir jetzt hier gar nichts. Nachbedingung hieß, das hatten wir in der Situation, wenn wir zum Beispiel ein Array als Parameter hatten und dann den Inhalt dieses Arrays verändert hatten. Da muss zum Beispiel sortieren dieses Arrays, dann ist die Nachbedingung, dass das Array sortiert ist. So, was ist jetzt die Invariante, von der ich vorhin gesprochen hatte? Was war das prinzipiell? Prinzipiell war das das, was vor und nach jeder Iteration gilt. Eine Aussage, die vor und nach jeder Iteration gilt. Und die Aussage hier ist, ich nehme einen mathematischen Parameter nochmal her, der hier nicht vorkommt, hier oben, um die mathematische Aussage unabhängig vom Laufindex auszudrücken. Nach h größer gleich 0 Iteration ist das, was in Result steht, die Fakultät von h. Nach h größer gleich 0 Iteration, nach 0 Iteration heißt vor der ersten Iteration, wie gesagt, nach n Iteration heißt nach der letzten Iteration und so weiter. So, Induktionsanfang nach 0 Iteration, vor der ersten Iteration, da schauen wir mal nach, was steht da vor der ersten Iteration in Result? Der initiale Wert, die 1. Nach 0 Iteration ist Result gleich 1 und das ist die Fakultät von 0. So ist die Fakultät von 0 definiert. Passt. Ja, es sind im Grunde sehr, sehr formal und länglich formuliert die Gedanken, die man sich machen sollte. So, was ist die Induktionsvoraussetzung? Wieder, dass diese Aussage, die Invariante, gilt für alle j kleiner h. Das heißt, für alle vorhergehenden Iterationen war am Ende die Fakultät von h, von j dann eben drin. Induktionsschritt. Nach Induktionsvoraussetzung steht unmittelbar vor dem harten Durchlauf, steht in Result h-1 Fakultät, dann multipliziere ich das h drauf
und kriege Haarfakultät. Ja, also hier geht es ja nur ums Prinzip, es geht nicht darum, Sie davon zu überzeugen, dass dieser Fakultätsalgorithmus stimmt. Das ist zu offensichtlich. Multiplikation, damit ergibt die Fakultät. So, und jetzt folgt daraus die Korrektheit des Outputs. N Iterationen, nach H Iteration steht in Result H Fakultät und das bedeutet klipp und klar, nach N Iteration steht in Result N Fakultät. Und genau das wird zurückgeliefert. Es wird N Fakultät zurückgeliefert. So, ein einfaches erstes Beispiel dazu. Sie sehen, wir werden noch ein Beispiel Fibonacci-Zahlen uns anschauen beim nächsten Mal, bevor es komplizierter wird mit binärer Suche im Array, die Sie eben gesehen haben, mit zwei Beispielen noch, die Sie vorher gesehen haben, lexikografischer Vergleich zweier Listen haben Sie schon beim Live-Coding für Listen gesehen und Elemente in einer Liste paarweise vertauschen haben Sie auch schon gesehen. Das gucken wir uns alles dann an beim nächsten Mal iterativ und dann schauen wir uns das Ganze nochmal rekursiv an und dann haben Sie eine ganze Reihe von Beispielen gesehen, wie das funktioniert, Korrektheit eines Algorithmus zu beweisen, was ja nichts anderes bedeutet, als sich selbst und andere davon zu überzeugen, schlüssig davon zu überzeugen, dass dieser Algorithmus, so wie er von Ihnen implementiert ist, tatsächlich korrekt ist, tatsächlich unter allen Umständen und auch unter den nicht getesteten Umständen das tut, was er soll. So, vielen Dank für heute. Dann bis zum nächsten Mal.